Heute verkosten wir einen fränkischen Weißwein. Und zwar haben wir hier den Silvaner Alte Reben vom Randersacker Sonnenstuhl von dem Weingut Schmachtenberger, Markus Schmachtenberger, Klosterstraße 43 in Randersacker. Wir haben hier eine Spätlese mit 13% Alkohol, also schon ein bisschen was kräftiger. Und er hat auch das Frankengold bekommen. Eine schöne Burgunderflasche. Sieht schon mal ganz edel aus. Auch hier mit dieser tiefen Wölbung unten. Dann bin ich mal gespannt. Ich mache sie für uns auf. Grün-gelb zeigt sich der Wein im Glas. Schöne Schlieren zeigt er. Da sieht man schon, dass er sehr gehaltvoll ist. Die erste Nase ist sehr grün, grünfruchtig, stachelbeerig. Es sind schon leichte Kräuteraromen zu verspüren, grüne Kräuter, also so diese Gewürze von Oregano bis Rosmarin. Aber dieser säuerliche Ton, der ist ziemlich, ziemlich stark. Könnte auch noch eine leichte Quittennote sein. Auch beim zweiten Umschwenken verändert sich so viel nicht, finde ich. Ganz prägnant, die Zitrusnote, die grünen Noten, die Kräuternoten. Dann probiere ich mal. Am Gaumen sehr mineralisch. Die Säure, die man natürlich in der Nase schon mal vermutet hatte, ist gut eingebunden, ist jetzt nicht zu aufdringlich, nicht unangenehm. Die Mineralität ist sehr, sehr deutlich. Im Nachhall bleibt eben so eine frische Fruchtnote mit die vorher genannten Kräuternoten, die schwingen so ein kleines bisschen mit, aber ich würde eher sagen, fruchtig. Schön frisch auf der Zunge, sehr elegant. Ein schöner, eleganter, mineralischer Weißwein. Der ist ja auch schon von 2018, hat eine schöne Reife eigentlich, genau richtig jetzt zu dem Zeitpunkt. Und bezüglich der Speisen kann der auch etwas Kräftiges vertragen. Den kann man durchaus auch zu einem Stück Bratenfleisch nehmen. Die Säure kann das wirklich abpuffern. Das funktioniert. Ich, ja, vielleicht zu der einen oder anderen gereiften Käsesorte könnte man sich auch mal an den Wein wagen. Zum So trinken vielleicht ein bisschen zu stark. 13% ist schon heftig. Ich würde wirklich empfehlen, sich etwas Leckeres zu kochen dazu oder was Gutes zu bestellen. Und dann ist das ein wunderbarer Wein. Zum Wohl.